Problem. Also die Bienen sind gut über den Winter gekommen, die haben sich gut gehalten, haben sich gut entwickelt. Ein Volk hat es leider nicht geschafft, aber die restlichen vier Völker sind stark aus dem Winter rausgegangen. Was immer ein gutes Zeichen ist, stark rein, stark raus, das ist immer perfekt. Okay. Durch das warme Frühjahr, was wir jetzt hatten dieses Jahr, haben sie sich super entwickelt, die Völker. Konnten fleißig Pollen sammeln, konnten Nektar sammeln und sind relativ schnell stark geworden. Und dann kam halt diese Kälteperiode von 2 Wochen und da haben sie den Nektar, den sie gesammelt haben, den Honig, den haben sie dann fast wieder selber komplett aufgebraucht, weil sich halt schon große, starke Völker gebildet hatten. Spezielle bevorzugte Blumenarten in dem Sinn gibt es nicht. Bienen fliegen die Pflanzen an, die am meisten Nektar und Pollen geben. Im Idealfall beides. Der Pollen ist für die Aufzucht der Bienen, für die Bienenbrut, und der Nektar ist die Energiequelle. Und Raps wäre so eine Pflanze, die von Bienen extrem stark angeflogen wird, weil der zu verführerisch ist für die Bienen. Ansonsten wird das genommen, was, wie gesagt, eben am meisten Nektar und Pollen bringt an Pflanzen. Okay, also ein bevorzugtes Bienenvolk in dem Sinne haben wir nicht, also als Imker generell. Wir versuchen, dass alle Bienenvölker immer gleich stark sind, gleiche Anzahl an Bienenmasse haben, gleichen die Völker dann untereinander aus. Und Königin ziehen wir von den Völkern nach, wo wir denken, das ist ein Liebesvolk, das ist nicht stechlustig, das lässt sich gut bearbeiten. Von denen werden dann die Königinnen nachgezogen für die kommenden Generationen von Völkern, deren Königinnen dann zu alt geworden sind. Das war letztes Jahr, so ungefähr Mai, Juni, die Zeit. Das ist dann die Schwarmzeit von den Bienen. Da wollen die Bienen sich vermehren, wollen wegfliegen. Ein alter Bienenteil fliegt raus. Und der neue entwickelt sich weiter. Und da hatten es gerade drüben bei der Freien Presse das Pressefest. Und da hat sich der Bienenschwarm, der hier ausgezogen ist, auch genau auf die Bühne gesetzt. Und dann habe ich ihn dann wieder reingeholt und wieder hergeschaut.